Ich finde, dass sich sehr gut spielen lässt. Also es hat keine, es hat jetzt keine technischen Schwierigkeiten. Es ist einfach mehr Klangerzeugung. Und ich finde, dass er die Instrumente wunderbar behandelt. Also mir speziell gefällt besonders die Fagott-Nummer. Es sind ja 5 verschiedene Nummern mit 5 verschiedenen solistischen, also Bläsern, Flöte, Fagott, Horn. Und ich finde eigentlich, dass er die Instrumente sehr individuell gut behandelt. Ja. Und ich hoffe, dass das über den Arm, dieser lange Bogen, auch als Spannungsbogen für alle wahrnehmbar ist. Aber man hat auch die Möglichkeit, auszusteigen, wieder reinzukommen. Also ich glaube, das ist wie ein Naturzustand. Ich finde es wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Ja, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich finde es auch etwas sehr Meditatives und manchmal könnte man auch sagen, man gerät fast in Trance. Das wird den Solisten wahrscheinlich nicht so gehen, denn die haben zum Teil äußerst schwierige Parts zu spielen, würde ich sagen. Und ich fühle mich so ein bisschen erinnert an den Prometheo von Luigi Nono. Das habe ich vor vielen Jahren mitgespielt und in ganz ähnlicher Weise waren kleinere oder größere Grüppchen, auch Solisten, überall im Raum verteilt und der Klang wanderte also ringsherum und kam von hier und dort. Und also es hat mich ganz stark daran erinnert und ich könnte mir vorstellen, dass es dem Publikum, was ja dann in der Mitte sitzt und es anders erlebt, als wir es erleben von unseren Einzelpositionen, dass das ein wunderbares Erlebnis, so ein Allround, wie nennt man das, Surround Sound oder so. Ja, aber würde man, auf natürliche Weise. Auf natürliche Weise natürlich, dass das... weil es auch sehr, sehr schöne Farben sind, die klanglich entstehen, dass das ein wunderbares Erlebnis ist. Ja, ich finde auch, wird. Das hat... Ein wunderbares Konzerterlebnis. Ja, also ich glaube auch. Also die Klänge, die er macht, das ist unglaublich. Ich finde, dass er, weil man hat eine unglaubliche Fähigkeit, Klänge zu erzeugen, alle auf natürliche Weise, die so faszinierend sind, dass man sich selber wundert, wie man solche Klänge... wir haben zum Beispiel einen, der müssen mit dem Bogen so über das Instrument kreisen, kommen in Klänge, die habe ich auf meiner Bratsche noch nie erlebt. Also ich finde es sehr stark. Arbeit mit dem Orchester ist wunderbar. Die sind zu mir, das ist ein sehr schönes Orchester. Die machen klassische Musik und wir haben sehr hervorragende, gute Solisten. Das macht total Spaß. Und dieser Klang ist wichtig. Ich meine, das ist gut, dass wir ein solches Orchester haben, weil das ist wie klassische Musik. Ja? Das muss, muss perfekt stimmen. Und die Farben müssen richtig sein und so weiter. Und dafür haben wir absolut ganz genau den richtigen Orchester und richtige natürliche Solisten, die nochmal sind wirklich sehr, extrem, extrem gut. Ich hatte damals ein Programm, Schönberg-Programm mit dem Ensemble in Berlin dirigiert und er ist danach zu mir gekommen und mir gefragt, ob ich Interesse hätte, sein neues Stück zu dirigieren. Und ehrlich zu sagen, ich kannte seine Musik damals noch nicht. Und er hat mir Aufnahme geschickt und ich habe das so gehört und ich habe dann gesagt, sehr gern. Als er ist etwas Besonderes, würde ich sagen, in die deutsche Musikszene, weil zum ersten er benutzt Klang und Akkord, er ist ja interessiert in Vertikalität und wie andere deutsche Komponisten, er ist interessiert in Raumklang. So wie Stockhausen war zum Beispiel. Und ich würde seine Musik beschreiben, das sind lange Stücke, wo die Klangfarbe sind wie die Klangmelodie von Schönberg, vielleicht ein bisschen beeinflusst. Und trotzdem benutzt er eine starke Vertikalität von Akkord und er benutzt diese Polytonalität für die Akkorde sowie Messiaen. Ist sehr durchdacht, sehr konzeptionell, aber eben nicht nur intellektuell, sondern eben auch durchgefühlt. Also es ist nicht nur Kopfmusik, sondern es ist eben auch eine ganz, ganz tiefgefühlte Musik, die sich, glaube ich, auf den Hörer überträgt. Thank you.
relativ einfach, das Werk zu verstehen, weil es folgt ein sehr, sehr genaues System. Also nicht nur von Noten her, aber alles hat eine Relation zueinander. Also das war natürlich eine große Aufgabe zu vorbereiten, es in einen Weg, dass es auch entsprechend der Resultat hat, was man will. Das ist schon ein sehr schweres Werk, also technisch ein sehr schweres Werk, was man längere Zeit brauchte, um das zu überwinden. Aber ich glaube letztendlich, das ist eigentlich sehr gut gelungen. Was ich besonders gut finde, ist eigentlich diese Idee mit den Co-Solisten. Natürlich nicht nur bei mir, ich hatte auch den Glück, bis jetzt ein bisschen von den anderen Konzerten zu hören. Heute Abend im Konzert nach meinem Stück, weil ich nun die Erste bin, darf ich alle vollständig hören. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute, interessante Sache, die ich bis jetzt noch nicht so erlebt habe. Wie sich jetzt auch in den Proben herausstellt, ist es einfach eine Wonne. Es ist ein herrlicher gemeinsamer Klang, der da entsteht. Es sind ja hier in erster Linie auch Mehrklänge, bei denen er sehr präzise Vorstellungen hat, wie die sind, wie die zu klingen haben. Also man kann nicht irgendwelche nehmen, so wie es für einen vielleicht bequem wäre, sondern man muss wirklich genau suchen, genau den richtigen Griff suchen, genau die richtige Ansatzform suchen, um solche Spaltklänge zu realisieren. Also ich bin von seiner Musik sehr überzeugt. Sie begeistert mich. Ich finde, dass sie... was ja immer erstmal das Grundlegende ist, handwerklich hervorragend ist, dass sie eigentlich, ohne sich beim Publikum anzubiedern, aber gut zu hören ist. Weimanns Musik ist transparent, der Zuhörer fühlt sich also wahrscheinlich nicht vor den Kopf gestoßen, vor irgendwelchen, weil irgendwelche Dinge nicht nachvollziehen kann. Also ich halte es für eine Musik auf einem sehr hohen, auch internationalen Niveau. Also zuerst mal sind wir ja drei Klarinetten, der Kilian Herold und der Matthias Bajon, die auf den Tribünen dann verteilt sein werden in der Berliner Philharmonie. Und das ist erstmal ein ganz besonderes Erlebnis, aber auch eine besondere Herausforderung des Zusammenspiels, weil wir viele Dinge gemeinsam oder überlappend haben, die wir dann koordinieren müssen. Und dann kommt natürlich das wunderbare Orchester hier dazu und Frank Olü, den ich auch schon vom Ensemble Modern her kenne. Es ist sehr angenehm zu arbeiten, sehr, sehr professionell und sehr am Werk und an der Konzentration voll dabei und es macht großen Spaß. Es wirkt wieder berauschend schnell und virtuos, aber auch wieder sehr klangfüllig und schön. Man fühlt dann natürlich auch sozusagen etwas anders, als wenn man so als Solist nur vom Orchester steht. Das ist doch ein viel größerer Organismus, der auch sozusagen keine Hauptperson kennt. Deswegen auch ein sehr, wie soll man sagen, offenes und freies Stück. Vor allen Dingen hat es viel Spannung durch die Verschiedenartigkeit der fünf verschiedenen Stücke. Jedes Stück ist einzeln und besonders auf das Instrument zugeschrieben. Also man hört ganz genau den Unterschied zwischen den einzelnen Solostimmen, die einzeln ausgearbeitet sind. Dazu hat jede Solostimme so etwas wie zwei Echopartner im Raum. Und durch diese Räumlichkeit, die natürlich klanglich entsteht, ist es wahnsinnig spannend. Es passiert wahnsinnig viel. Natürlich ganz interessant auch die Instrumentierung und die Verteilung der Instrumente im Raum. Von der Bedeutung her, es ist natürlich ein sehr publikumswirksames Stück. Also ich denke, das wird das Publikum schon sehr lieben. Weil gerade wenn man zentral sitzt, man bekommt so viele Eindrücke, klangliche und räumliche Eindrücke von diesem Stück, dass es wirklich einen doch, glaube ich, sehr begeistern kann. Besonders seine Idee über diesen Raum, Klang, es ist sehr original und auch sehr traditionell, weil das bringt diesen Echo-Effekt, Echo, auf Deutsch. Aber das ist immer eine Technik, die vielleicht nicht so oft benutzt ist und das ist schön. Natürlich.
dran gedacht, und das ist meine große Hoffnung, dass ich vielleicht das eine oder andere Konzert mal auch außerhalb dieses Zyklus etablieren kann. Wenn ich manchen Solisten glauben darf, dann gibt es da eine gewisse Chance dafür. Und deswegen habe ich auch über den Saal hinaus gedacht. Also ich habe Konzerte geschrieben, die nicht nur in diesem Saal funktionieren werden. Ich verstehe Musik selbst als Raum. Gar nicht nur Raumklang, sondern die Musik selbst ist ein Raum, in dem man sich sozusagen von den Empfindungen her, von den Gedanken her bewegen kann. Ich möchte Sie einladen, diesen Raum der Musik, der nicht nur Raumklang ist, sondern die Musik selbst ein Raum ist, hineinzukommen.